Willkommen zurück zu Ryzen Zero Dawn. Ich bin euer Firobo und wir befinden uns hier gerade in Gefangenschaft mit Gräsern. Nein, wir befinden uns gerade wieder an dem einen Punkt, wo wir den Langhals gemacht haben, an dem Wasserloch. Ich zeig's nochmal hier. Und ich wollte mich jetzt hier langsam so ein bisschen runterarbeiten und dann hier so am Ende zum Langhals enden. Dann könnten wir nämlich auch noch das Ding hier machen. Haha. Ich hätte erst überlegt, ob ich hier oben weitermachen soll, aber dachte ich mir so, naja, hier oben ist so wenig eigentlich. Ich wollte das mit hier machen, dann haben wir hier auch noch Meridian und so, dann könnten wir vielleicht auch mal ein bisschen Hauptquests weitermachen, auch mal wie, irgendwann mal. Und hier haben wir noch ein Banditenlager, wir haben so viel noch zu tun, das ist unglaublich. Da, ich dachte erstmal, mein Ziel ist dieses Lagerfeuer. 300 Meter im feindlichen Gebiet, werden wir das überleben? Was ist das hier eigentlich? Ist das hier irgendwie. Ich würde mal ein bisschen mehr die Wrackteile angucken. Es könnte ein Flugzeug sein, es könnte aber auch ein. Irgendwie ein bisschen. Was ist das? Lagerfeuer steht gerade. Es brennt da. Könnte aber auch ein Flugzeug oder wie gesagt, oder hier ein Heli sein. Irgendwas wird es wohl gewesen sein. Auf jeden Fall was mit. Und da sind wir, glaube ich, Meridian. Das sieht nach Meridian aus. Dann die Richtung gucken. Gucken wir genau hier. Also kann man nicht sehen wegen Nebel. The fuck of war. Versperrt uns die Sicht. So, hier läuft überall sehr viel Schutzzeug rum. Ach, wir müssen nur noch. Stimmt ja, ich brauche noch eine Ratte. Ah, die 300 Meter sind doch weiter weg als erwartet. Liegt vielleicht auch daran, dass hier Gelände ist. Heißt, hier geht's auf und ab. Können wir irgendwie Ratten eigentlich? Mal interessieren, sieht nämlich nicht so aus. Nee. Scheinbar nicht. Cool. Breitkopfding haben wir entdeckt. Okay, sehr schön. Oder nicht sehr schön. Ja, ihr könnt da ruhig mal grasen. Ich rutsch mal hier runter. Ich schürf mir alles auf. Ach, stell dich nicht so an. Mädchen, alles ist gut. So, machen wir mal eine Schnellspeicherung. Ich habe mich auch gelernt, einfach schnell speichern. Weil, wenn man sterben sollte, man kann ja plötzlich sehr schnell sterben, haben wir ja bei der Spinne gemerkt. Ja. Die Arschkarte, so, die Dinger habe ich noch nicht gescannt, oder? Trampler. So, Körper, Eis, Abriss. Ah, sehen wird es sogar angezeigt, was wir da oben haben. Cool. Und da alles okay. Ich würde da gerne mal gegen einen kämpfen. Aber Eis ist deren Schwachstelle, okay. Haben wir nicht irgendwo Eisfälle? Ach, ne, haben wir nicht ausgerüstet, okay. Abriss, mal im Inventar, Waffen. Warst du der Eisbogen? Du warst der Eisbogen. Machen wir so. Wie viel bringen wohl die Eispfeile? Oh, richtig viel sogar. Warte mal. Ups. Problem ist, wir kommen jetzt mehr ran. Wie viele kommen denn da? Fünf Viecher. WTF. Wollt mich doch verarschen. Okay, hier ist ja auch noch ein Jagdgebiet. Weil hier sind nämlich diese Dinger. Diese Dinger. Okay, die haben nicht die Reichweite dafür. Jetzt vielleicht. So, eben auf den. Okay. Oh oh, oh oh, oh oh, Swischen. Ach echt? Vielleicht heißen deswegen Trampler. Aber bin ich schon sicher von denen? Jetzt laufen sie weg oder was? Oh, sind auch noch welche. Shit. Okay, ich muss ganz schnell sein und einfach alle einfrieren.
Eieieiei. Kommen sie jetzt wieder an? Was ist da los? Oh, Langbeine. Die betteln sich. Oh, was ist denn jetzt? Fällst du hin? Oh, fuck. Alles mal mitnehmen. Oh, mach ich mich selber mit kaputt. Okay. Oh, hi. Einfach mal schon mal looten. Wo bist du? Da bist du. Au, oh, wow, was ist das denn? Bitteschön. Okay, eben ein bisschen Muni machen, weil wir die Zeit dafür haben. Aua, oder auch nicht. Na komm. Bist du down? Jetzt bist du down, oder? Jawohl, danke. Mal eben heilen, aua. Ich werde gerne hier hoch. So, vielleicht habe ich ein Geschoss gewählt. Okay, dann haben wir auch gekillt. Uiuiui, okay, die Viecher sind doch ganz schön erbrocken, aber wir haben es geschafft und wir kriegen sogar noch ein Level up. Nice. Und da haben wir noch einen gratis Kill, so gesehen, bekommen. Haben sie die Hühner eigentlich jetzt besiegt? Bin angeschlagen, ganz schön. Achso, da sind doch Hauptdinger. Wie hat der mich jetzt gesehen? Okay, erledigt. Das gucken wir mal noch schnell fertig, würde ich sagen. Das war keine Warnung. Ja, gegen euch war ja fein. Renn mal, du blödes Krokodil. So, natürlich trifft er mich nochmal. Wäre ja sonst zu öde, ne? Bäm. Sehr schön. Oh, was liegt denn hier alles an Zeug? Hilfe. Okay, erstmal neue Sachen hier machen. Brauchen wir noch, hier können wir was machen. So. Alter Schwede, was liegt denn hier alles rum? Guckt euch dieses Meer an Ressourcen an. Oh, da ist noch ein Bandit gestorben. Plünderer. Alles und was.
Und da ist sogar das Lilnuss. Hier, was kriegen wir hier? Langbein. Ah, nur eine Spule, schade. Was ist das so? Zack, zack, zack. Das war hier bitte schon für den Kampf. Okay, das brauchen wir nicht. Das ist auch nur Holz. Was haben wir hier noch? Noch eine Lohne, okay. Gut, ja. Aber so viel zu meinem. Ich wollte ja nur mal eben hier runter gehen eigentlich, ne? Aber hier scheint irgendwie was zu sein. Das will ich mal angucken. Aber vorher holen wir uns noch die Lagerfeuer, was hier irgendwie ist. Die Heilung. Eine Heilung. Das nehme ich für unterwegs mit. Hier ist eine Ballheilung. Die Heilung nehme ich auf jeden Fall mit. Ah, oh Mann, ey. Immer diese Nieser. Ach, was haben wir denn hier? Irgendein Wachturm? Das ist direkt vor unserer Nase. Oh, das, ach, das ist das Lagerfeuer auch. Okay. Nicht zu übersehen. Hier sind nur kleine Vögel, wie es scheint. Aber lassen wir trotzdem mal in Ruhe, weil ich keinen Bock auf den Kampf mit denen. So, gucken wir mal, was wir hier so haben. Wir haben hier ein bisschen Heilung. Das ist ein bisschen Heilung. Oder nicht, schade. Ja, bestimmt so. Hallo. Lasst mich rein. Lasst mich rein. Wunderbar. Schnell speichern. Sehr schön. Wie ist sonst nichts, ne? Hier ist einfach nur ein Lagerpunkt. Speicherpunkt. Genau, das ist ein Lagerpunkt hier. Ah, hier ist doch Heilung. Ein bisschen Holz mitgenommen. Hier ist ein bisschen Heilung. Ich glaube, ein bisschen Heilung, aber finde ich immer gut. Man sieht ja, wie man plötzlich dann doch mal in die Petrouille kommen könnte. Da bin ich dann lieber ein bisschen vorbereitet. Ich habe natürlich auch meine Heiltränke immer und alles, aber hey. Ich habe lieber zu viel als zu wenig. Deswegen habe ich mir auch jetzt schon alle die ganzen Ausrüstungsdinger gemacht und so. Ich dann für mich gesagt habe, yo. Du wirst die bestimmt brauchen und ich hatte recht. Was rasen die da jetzt so rum? So, das haben wir auch entdeckt hier, ne? Genau. Was haben wir da nochmal? Ein paar Spinnen. Da sind so die Vögel, da sind nochmal Langbeine. Hm. Sind da irgendwo am Kämpfen? Gegen was kämpft ihr denn da? Ach, gegen Vögel schon wieder und gegen Menschen, okay. Gut, dann nutze ich mir diese Panik und ich quere hoffentlich dieses Gebiet, ohne irgendwie angegriffen zu werden. Boah, die weite Wüste, das ist, diese Abwechslung ist schon cool, muss man einfach mal sagen. Wow, what the fuck. Es geht knapp bei euch hier. Scheint irgendwie, ist irgendwie, das ist ein Jagdgebiet. Weil irgendwie kommt mir das so vor. Hier sind wieder überall so Fallen und so. Jägerfallen. So, die haben wir auch mal hier mitgenommen. Die Trampelareale mitgenommen. Das Lagerfeuer haben wir hier. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Blüten brauchen wir da, glaube ich, nicht. Gucken wir uns mal diese Bauhausung an, was immer hier ist. Vielleicht kommen wir mit einer Quest hier nochmal hin oder so. Wer weiß, aber vielleicht ist ja hier ein Lagerfeuer. Obwohl, glaube ich, ja nicht. Das hätten wir wahrscheinlich schon Dings gefunden. Aber irgendwas muss da hier bestimmt sein. Die kann sich verstecken. Aber ja. Irgendwie fehlt mir gerade der Grund hergekommen zu sein. Also, warum bist du da? Kann man hier rein? Ja. Kann man hier gucken? Warum existierst du, Gebäude? Hm. Hühnerstolle, was ist das? Hey. Warum existierst du? Einfach nur mal da zu sein? Hm, komisch. Na gut, wir haben das gemacht. Dann haben wir als nächstes die Metallblume.
Ich glaube, wir schaffen es heute nicht mehr bis zum Langhals. Oder ich renne durch. Ist ja noch eine Option. Aber dann sehen wir nichts mehr so von der Spielwelt. Wo ich eh schon sehr viel reise, laufe. Ich könnte ja, könnte ich mir auch irgendwie was zähmen und damit reisen, aber ich laufe lieber den Weg, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich will diese Landschaft genießen, weil die ist doch schön, sehr schön gemacht. Muss man einfach mal sagen, so, wir müssen dann wohl hier ein Dreieck an Blumen finden. Ja. Seht ihr mich? Seht mich eigentlich? Ich halte ganz sagen, bestimmt ist jetzt einfach so. Wirklich aufmerksam. Hör mal auf damit, mein Gott. Und nochmal vielleicht, wo können wir die eigentlich schon hauen? Ah, hier geht's auf. Hä? Achso, er musste erst eine Animation haben, okay. Das war nötig. Ja, dann würde ich gerne hier die Pflanzen nehmen, die Blume pflücken, damit wir direkt die Heilung, die wir jetzt hier verbraucht haben, wieder drin haben. Weißt du, ich hätte die Vögel ja in Ruhe gelassen, ne? Ich hätte denen gar nichts getan, aber die mussten mich angreifen. Ich wollte nicht. So, hier ist irgendwo. Ach, da ist doch. Direkt vor meiner Nase. Zack, noch eine Metallblume. Welche war hier? Okay, die. Gut, das ist ein bisschen Heilung. Sehe ich da, oder sehe ich schon wieder so einen Riesenvogel? Nice. Wie viele gibt es denn für euch hier? Finde ich nicht so geil. Ach, komm, hier wird es doch direkt wieder grün, ne? Und da sind auch schon wieder direkt Grase dann. Ach gut. So, und da haben wir noch lange Beine. Stimmt, das Areal wollte ich erkundet haben. Und ach, hier ist auch noch ein Lagerfeuer. Gehen wir uns das Lagerfeuer holen. Ihr wart doch auch anfällig gegen Eis, oder? Ach nee, ihr seid allergisch gegen Elektro, okay. Gut. Wie viel seid ihr denn zu zweit, ne? Zwei sollte ich eigentlich schon kriegen. Bringen wir es hinter uns. Wow. Was ist denn hier ein Schock? Dass du das machst. Hat er sicher gespürt? Das glaube ich auch, dass er das gespürt hat. Okay, gut. Bewusst habe ich seinen Kollege abgeblieben, den ich gerade angegriffen habe. Hallo? Ist der weggelaufen? Der ist weggelaufen. Okay, gut. Ich finde nur Elektro nun nicht so ganz so wirksam, muss ich schon wie sagen. Also ich kann die zwar schnell schocken, aber das bringt nicht so viel, glaube ich. Wir können ja trotzdem mal ein bisschen mit Elektro arbeiten gegen den. Komm mal ein bisschen näher. Immer so. Und nochmal direkt. Und zack. Sehr schön. So muss das sein. So, trotzdem Schaden wieder genommen. Das glaube ich noch eine Blume, ne? Ja. Ne, dann ist das nicht.
Die richtige? Schade. Die könnte wohl, ne, aber komm, nehmen wir mit. Können wir auch noch schließlich verkaufen. Du bist wohl die richtige Blume. So, sind wieder voll. Gut, und wir haben das Lagerfeuer und jetzt haben wir hier noch eine Jägerherausforderung, aber ich würde gerne Richtung Langbein reisen. So, 10 Minuten haben wir noch ungefähr auf der Uhr. Für den Langhals. Ah, ich könnte hoch, nice. Ist auch keine Dingsumse, keine unbedingt bitte. Meridiendorf, okay. Wir wollen den Langhals. Ist auch keine Selbstständigkeit, dass man überall hochklettern kann, was das angeht. Aus dem Wasser. Ja, wir haben das Jagdgebiet gefunden, ist auch gut. Da gibt es ja Wildschweine. Und wir kriegen Wildschweinhaut. Ne, dann schon Titalsmann, okay. Na schön. Okay. So. Easy going. Wie immer er mich da erwischt hat. Ich will es gar nicht wissen. So. Ja. Oh! Unsichtbare Viecher. So. Ja. Kannst du überhaupt da. Wie viel kommen denn hier? Ach du Scheiße. Also, ich hätte keinen Pirscher. Was ist denn jetzt hier? Gibt es hier noch Menschen oder was? WTF. So. Was war das denn jetzt hier? Ach, das sind noch unsichtbare Viecher. Oh. Okay, was. Warte. Was habt ihr für eine. Wir machen das jetzt mal ganz. Dingsumsi, ne? Ganz speziell. Pirscher da. Schock seid ihr hinfällig. Okay. Weißt du, was ich da mache? Dann hau ich dir erstmal einen Schock hier rein. Wenn du überhaupt mal herkommst, feige Sau. Mal wieder von hinten. Oh, macht aber ganz schön Schaden. Könntest du den jetzt nicht leer räumen? Aua! Kommt es. So, dann hoffe ich mal, dass ich dich. Bäm, und dann endlich. Danke. Darauf habe ich mich die ganze Zeit gewartet. So. Oh, war ich auch Pirsch. Was haben wir hier? Nervige kleine Viecher. So, Heilung. Heilung ist schön. Heilung ist gut. So, dann machen wir ein paar neue. Und so. Gut, haben wir nochmal Pirscher kennengelernt. Hm. Ganz ehrlich, Krabbe, ich habe kein Interesse an dir. Lass mich einfach in Ruhe. Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr bis zu dem Langhals. Vor allem, wenn die überall Krabben sind, die einen angreifen wollen. Ich hätte vielleicht auch mal dieses lautlose. Warte, haben wir? Erfahrungspunkte, wir haben nur 2. Schade, wir brauchen dafür 3. Ach, Mann. Hätte ich gerne gehabt. So, hier ist ein bisschen Heilung. Das nehme ich mit. Wenn wir nur die Heilung haben, alles gut. Hier ist auch der tiefste Dschungel irgendwie. Au, oh, das könnte ins Auge gehen. Boah, hier ist echt der tiefste Dschungel. Krass. Hat denn hier noch irgendwas entdeckt? Also, wenn nur das. Was haben wir da? Ach, hier haben wir Pirschergebiet. Ach, wir haben noch so viel Weg vor uns. Uiuiui.
Na, wir laufen einfach mal. Vielleicht schaffen wir es dann noch. Nutzen wir von denen halt in der nächsten Folge. Das ist eine Heilung. Die hätte ich gerne. So, sind wieder voll geheilt. Sehr schön. Wie viel Holz haben wir eigentlich noch? Oh, über 500. Alles kein Problem. Da sehe ich Langbeine. Ah ne, Gräser. Ach doch, ist auch ein Langbein. Was ist eigentlich, sind das Gräser da? Okay. Manchmal verstehe ich auch, warum werden die manchmal von ihm beschützt? Ja, haben Lagerfeuer entdeckt. Von da hinten. Da ist Langhalssignal. Anscheinend kommt das Signal von dem Langhals. Ja. Speerschäfte, okay. Ich muss nur auf den Kopf des Langhalses. Ach du Schitte. Was ist das denn für ein Gebiet? Ah, da hast du Langhals. Bin ich hier etwa schon richtig? Bin ich hier auf den Langhals drauf? Ich glaube, ich muss noch ein Stück höher, ne? Ja, ne, das werde ich nicht schaffen. Kann ich hier noch irgendwie hoch? Wir schauen mal, aber es sieht, nee, sieht nicht danach aus. Warte mal, haben wir hier irgendwie was? So, hier haben wir ein Lagerfeuer. So, okay, der dreht natürlich hier so eine Kreise. Uiuiui, können wir irgendwie lang, ohne entdeckt zu werden? Können wir sogar tatsächlich. Können wir hier irgendwie hoch? Was ist das für ein Gebiet? Alter Schwede. Sind das Plünderer? Okay. Dann kloppen wir uns halt ein bisschen mit euch hier rum. Aua. Natürlich trifft auch jedes Mal. Quatsch, sehr schön, dann haben wir down. Sehr, sehr schön. Oh, da gibt mehrere, nice. Okay, wie soll ich da ausweichen? Erklärt es mir bitte. Aua. Wie viele haben wir denn jetzt hier? Aua. Drei Sägezähne, alles klar. Und dann 50 Schaden machen die. Okay, gut. Ja, sind wir das? Kriege ich gerade irgendwie nicht mit. Alles klar. Steck in ihm fest. Natürlich schaut er uns noch weg. Bam. Okay, ist down. Woo! Gut. Ich komme hier raus. Wir haben nur ein paar noch Sägezähne hier, zwei Stück mindestens.
Alles kein Problem, ne? Oder ist auch ganz schön down gut. Ist der jetzt wieder neu da, der Gockel? Wollt mich da verarschen. Gut, der ist down. Was greift mich da jetzt an die ganze Zeit, bist du? Keine kritischen Treffer, kritischen Schläge ausführen. Wenn der Zeit wäre, ich geblendet bin. Ist da Sägezahn? Das ist Sägezahn. Das ist auch noch ein Sägezahn. Aber. Ich muss den Kampf gewinnen. Na los, mach doch mal. Bei Gott sei Dank ist meine Taste kaputt. So gut, den haben wir auch da. Oh, da hat was liegen. Nun ist. Eine Feuerspule. Was haben wir hier? Metallscherbe, okay. Kann ich hier irgendwie hochklettern? Wie komme ich hier hoch? Wie komme ich hoch zu dir? Okay, ich krieg zwar wie Schaden angeblich, aber auch nicht. Das ist noch so ein Vieh, okay. Komm ich hier hoch? Ist die Frage. Wahrscheinlich wirklich. Cool. Kann ich mal das Vieh looten endlich mal? Ich glaube, ich kann von hier aus auf den Langhals springen. Das höre ich doch gerne, ne? Nehmen wir den nämlich. Voller Gänseschwarm. Denn das hier ist echt ein böses Gebiet. So, dann werden wir auf den warten. Gucken wir nochmal. Okay, wir haben alles fertig. Gut, dann würde ich sagen, ich bin hier an der Stelle die Folge. Wir machen dann den Langhals in der nächsten Folge. Also, haut rein. Ciao, ciao. I've been searching. Follow every step, every road, every single trace. Analyzing. Try to figure out those lines up on your face. It's where I wanna be.